Hallo meine Lieben, ich begrüße euch erstmals. Die Luisa ist heute nicht in ihrer besten Laune. Sag mal hallo meine Lieben. Servus Leute. Gut, ich sage nicht Servus Leute. Ja, hallo meine Lieben. Heute nehme ich euch wieder durch den Tag mit, habe ich mir gedacht. Ja, habe ich mir so ganz spontan gedacht, wo ich ich erwische mich selber wieder bei demselben Ding, dass ich einfach so gestresst bin. Und dann einfach die Kamera nicht mitnehme, weil ich einfach mir denke, ach, das erledige ich noch schnell. Und vielleicht vlogge ich dann morgen oder dann. Aber eigentlich, ich will mehr YouTube-Videos machen, Diana, warum? Ich habe einfach so viele andere Sachen um die Ohren und deswegen, ja. Aber trotzdem werde ich mich mehr bemühen, wieder mehr Videos zu machen. Es muss einfach sein. Ich selber schaue total gerne YouTube-Videos von anderen. Zurzeit schaue ich total gerne Unge-Reactions. Oder Montana Black Reactions. Also vielleicht jetzt nicht so für meine Zielgruppe, aber ich finde sie total spannend. Und falls ihr euch wundert, ja, ich habe meine Haare dunkler gefärbt. Sie wirken jetzt tatsächlich sehr schwarz. Sind sie aber nicht. Sie sind ja dunkelbraun. Wirklich. In der Kamera, ich weiß nicht, wie es jetzt im Schnitt dann ausschauen wird, aber in der Kamera wirkt es tatsächlich schwarz. Aber mir gefällt es. Jetzt bin ich ungeschminkt, schaue ich vielleicht ein bisschen komisch aus, so ganz weiß im Gesicht. Und aber trotzdem, I like it. So, ich habe jetzt gerade vorhin noch Bestellungen fertig gemacht. Ich soll mal aufpassen, dass man keine persönlichen Daten sehen. Was machst du? Wie der Zesselrücken. Ich habe jetzt auf jeden Fall die letzten 5 Planer, die ich noch hatte, fertig gemacht. Ich habe keine mehr. Also, ich zeige es euch. Das sind diese hier. Was machst du? Nein, 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 nicht naschen. Wie soll ich in deiner Schleide? Pass auf, dass du jetzt weht, oder? Aha. Ja, mein Gott, Lisa. Auf jeden Fall, das sind die letzten Mambos-Planner. Das ist der schwarze, den habe ich auf YouTube gar nicht gezeigt. Das ist mein Exemplar, das ich mir aufbewahre als Erinnerung. Und das ist der rosa, ne? Den kennt ihr bestimmt. Habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Schaut mal, wie cool das hier funkelt. Und hier auch. Und von diesen habe ich noch ein paar Stück nachbestellt. Und es wird tatsächlich noch ein Girl Boss Planner kommen. Die kommen aber alle erst. Und der wird mintgrün sein. Also, falls irgendwer von euch den auch haben möchte, ich werde euch hier ein Bild einblenden, wie der Girl Boss Planner ausschauen wird. In der Infobox ist der Link zum Online-Shop. Und es gibt einen Rabattcode, nämlich mit Dezember. Könnt ihr 5 Euro sparen, den gesamten Dezember über. Ja, und ich werde jetzt mit Luisa kurz mal was zum Frühstücken machen, bevor sie sich in die Schokolade schnappt. Go, Baby! Ja, machen wir das! Ja, und die Küche müssen auch noch aufräumen, also... Yay! So, meine Lieben, oh Gott, ich schaue so fertig aus. Aber mir geht's gut, ich schaue nur fertig aus, also nicht wundern. Ich habe hier schon mal ein bisschen was an Arbeit noch vorbereitet. Das muss ich jetzt später dann machen. Die Luisa hat sich mittlerweile schon, ist dunkel, ich mag das überhaupt nicht im Winter, hat sich ins Wohnzimmer verzogen und sich hier eine Spielzeugkiste rausgezogen. Die Socken bleiben bei uns nie lange an, weil mich immer voll viele Zuschauer fragen, ob der Luisa denn nicht kalt ist. Also ich ziehe hier schon Socken an, aber sie zieht sie dann immer raus. Also ich denke mal, dass sie nicht kalt ist. Luisa! Luisa? Was machst du? Hast du vielleicht Kaka gemacht? Ja, sollen wir deine Windel wechseln? Mach dazu. Mach zu, Luisa. Hol das Pferd raus. Ja, und dein Pepper. Ist das Pepper Woods? Zeig mal. Wow, wie heißt sie? Luisa, holst du noch das Pferdchen raus? Und dann kommst du her? Ja. Oh oh. Sophie, stress nicht rum. Shashi. Ich finde das so süß, wie Luisa als Sophie sagt. Shashi. Luisa. Das war nur mein Handy. Ich kann nicht rein. Das klingt. Hast du Kaka gemacht? Ja. Und es stinkt? Ja. Warum? Ich denke, so, auf jeden Fall muss ich die Luisa von ihrer Stinkewindel befreien. Oder Luisa?
Ja, Baby. Kriegst du eine neue Windel? Jep, 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 jep. Ziehen wir deine Socken wieder an? Jep, ja. Ziehen wir die wieder an? Ja! Ja! So, Luisa ist jetzt umgezogen und sie spielt jetzt hier weiter mit ihren Spielsachen. Ich muss ein bisschen aufräumen, weil lässt nämlich seine Cremes hier immer herumliegen. So. Oh Gott, jetzt habe ich gerade mit den Cremes raus. Okay, Diana. Ich würde mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen schminken, habe ich mir gedacht, weil. Ja. Und ich muss mit den Haaren machen. Vielleicht mache ich den Hut nochmal neu. Weil irgendwie finde ich den jetzt nicht so cool. Aber vielleicht lasse ich ihn auch so und mache jetzt noch ein Haarband drauf. So, ich bin jetzt fertig gemacht und ich muss jetzt aber auch schon die Lara und die Michelle holen. Deswegen werde ich mich jetzt gleich auf die Socken machen und die Mädels holen. Und danach essen wir was zum Mittag und dann, ja, ich nehme mich so den ganzen Tag mit. Deswegen bleibt dran. Das ist voll cool, ich kann ihn als Stativ nutzen. Oh mein Gott. Das ist mein Stativ jetzt. Haltet das? Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Mega, ich hoffe die Kamera bleibt da oben. Ich nutze jetzt gerade nämlich meine Vorhangstange. Kennt ihr das? Ich zeig's mal. Das hier nutze ich jetzt als mein Stativ und ich finde das ist richtig cool. Oh mein Gott. Wow. Kamera sitzt da oben perfekt. Und ich muss sie nicht halten. Ja. So. Auf jeden Fall, ich habe jetzt die Mädels abgeholt von Kindergarten und Schule. Wir haben draußen noch ein paar echt schöne Fotos gemacht, weil es schneit. Und ich finde, wann hat man die Chance? Ich meine, der Schnee setzt sich zwar nicht, aber es schneit. Schaut trotzdem schön aus. Ja, die Luisa habe ich jetzt schlafen gelegt, weil die war jetzt so unruhig. Die war jetzt einfach super müde und ich habe sie hingelegt. Und ich werde jetzt zusammen mit euch was von HelloFresh kochen. Gestern kam nämlich wieder eine HelloFresh-Lieferung. Bei uns in Österreich kommen die immer mittwochs. Ich weiß nicht, wann sie in Deutschland ankommen. Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, weil ihr auch schon HelloFresh-User seid. Und mich würde es einfach nur interessieren. Ich glaube aber, dass donnerstags und Samstag. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Egal. Auf jeden Fall, meine HelloFresh-Lieferung ist gekommen. Und ich zeige euch, was wir diese Woche Leckeres zu essen haben. Expressrezept. Also ich sag's euch eins, Expressrezepte sind meine liebsten Rezepte, weil ich einfach die letzten Wochen so viel zu tun hatte und nicht wirklich die Zeit hatte, mir vorher schon zu überlegen, was möchte ich denn heute kochen? Das ist sogar nochmal HelloFresh plus plus, weil HelloFresh ist ja grundsätzlich schon ziemlich angenehm, weil man muss sich keine Gedanken machen, was koche ich, was habe ich diese Sachen zu Hause oder muss ich noch einkaufen gehen? Das heißt, alles ist hier da, hier drinnen, portioniert, voll fix und fertig mit Rezepten und ihr müsst euch keine Gedanken machen. Und beim Expressrezept ist das nochmal eine Spur besser, weil da sind die Sachen schon vorgeschnitten, alles fix und fertig vorbereitet. Beim Expressrezept braucht ihr 15 Minuten für alles. Also bis das Essen fertig ist, nicht nur das Schnibbeln oder das Zubereiten. Alles. Und das finde ich mega cool, weil ich meine, wer keine Zeit hat, so wie ich. Ich liebe die Expressrezepte. Immer wenn ein Expressrezept zur Verfügung steht, dann wähle ich das immer. Ja, I love it. Was soll ich dazu sagen? Und ich glaube, ich werde auch heute dieses Expressrezept nehmen, weil es so lecker ausschaut. Ich meine, Tacos mit Rinderhack und Hummus. Schmeckt allen, ist easy cheesy zubereitet, deswegen I like it. Dann haben wir noch Gnocchi mit Bacon. Also wir lieben Gnocchis und die Kinder lieben Gnocchis, deswegen, ich liebe es einfach Gnocchis. Ja, weil einfach, das ist einfach so etwas, wo ich weiß, das schmeckt halt jeden. Auch wenn einer hier und da mal meckert über das Grünzeug, ne? Weil bei uns ist auch so, die Michelle, die mag kein Grünzeug und ja, jeder hat so seine Sachen, die er nicht so mag. Aber bei Gnocchi, wenn das mit Gnocchi ist, dann sieht sie auch über das Grünzeug hinweg. Das ist ziemlich praktisch. Dann gibt's Orso-Nudel-Risotto mit rauchigen Pilzen. Mm. Diese Orso-Nudeln sind spannend. Das sind diese Nudeln, die ausschauen wie Reis, so großen Reis. Das ist ja auch kein Risotto, sondern es wird nur so genannt, weil es wie Reis ausschaut. Aber es ist eigentlich Nudel. Also super lecker. Auch ein, ist das ein vegetarisches? Ein vegetarisches Rezept. Mm. Dann deftig-saftiger Strudel mit Grünkohl und Kochschinken und winterlichen Spinatsalat. Schaut mal. Das ist nicht super lecker, also ich habe gerade aktuell so einen Hunger. Deswegen könnt ihr wahrscheinlich die Papierchen jetzt auch aufessen. Ah, und das Meisterstück, schaut mal. Meisterstück, das ist immer was besonders Spezielles.
Und das essen wir zum Beispiel immer am Wochenende, wenn dann alle da sind und dann kochen wir das gemeinsam. Das dauert sogar 90 bis 100 Minuten in der Zubereitung, wahrscheinlich wegen dem Krustenbraten, der braucht wahrscheinlich lange im Ofen. Und mit sich ein Bohnenbündchen und Kartoffelpüree, super lecker. Krustenbraten mit Malzbiersoße. Ja, und das war's auch schon für diese Woche. Wir haben die größte Box, die es gibt, mit 5 Rezepten. Also wir haben jetzt hier 5 Rezepten und 4 Personen. Und ihr könnt euch die Rezepte natürlich immer selbst aussuchen. Also für die Leute, die eventuell interessiert sind an einer HelloFresh-Box. Ich kann sie euch empfehlen. Ihr wisst Bescheid, ich liebe HelloFresh. Also und schmeckt das Essen einfach. Die Portionen sind mega ausreichend, wenn ihr bedenkt, wir sind 6 Personen, ne? Mit Luisa und Lara sind wir 6 Personen und wir kommen wirklich alle, wir werden alle davon eigentlich gut satt. Es kommt drauf an, manchmal mehr, manchmal weniger, aber grundsätzlich werden wir alle davon satt. Es reicht wirklich für jeden was und wenn ihr HelloFresh mal ausprobieren möchtet und euch noch nicht sicher seid, mit meinem Rabattcode HFDiamanta spart ihr 50%, wenn ihr aus Deutschland seid, auf die allererste Box und wenn ihr aus Österreich seid, dann auf die erste und auf die zweite Box. Also das wird immer so im Nachhinein abgezogen. HFDiamanta und in der Infobox sind wie immer die Links. Einfach anklicken und der Code ist schon direkt aktiviert. Und ich würde euch mal zeigen, wie das ausschaut, wenn ein Expressrezept, also wie das ausschaut. Also ich erkläre es euch nochmal ganz kurz, das gesamte Prinzip. Das Essen kommt bei euch portioniert an. Ne? Hier steht immer, was drinnen ist, was ihr für dieses Rezept braucht. Dann gibt es ja auch so ein Etikett, also eine Farbe, hier ist weiß. Mit so blauer Umrandung. Und es steht auch bei dem immer Expressrezept drauf. Ich zeige es euch dann gleich. Und hier habt ihr so eine Karte und dann ist das wirklich baby einfach erklärt, wie ihr das Essen zubereitet. Also wirklich baby einfach. Jeder, der lesen kann, kann kochen. Ja? Also nur so mal zur Info. Hier stehen noch die Zutaten, dann die durchschnittlichen Nährwerte und so weiter. Also wirklich super toll, diese Karteikärtchen. Und das Coole ist, ihr könnt euch das dann auch aufbewahren und irgendwann mal nachkochen zum Beispiel, euch selber die Lebensmittel einkaufen und es dann zubereiten, wenn es euch geschmeckt hat. Wir machen das auch. Wenn uns ein Gericht besonders gut geschmeckt hat, dann behalte ich das auf und bewahre es dann auf bei unseren Rezepten und dann koche ich das auch mal manchmal nach. Aber ich zeige euch danach noch schnell, wie das ausschaut. Das Essen kommt dann in so Tüten an, Papiertüten, alles ist recycelbar, also ihr produziert nicht jetzt Müll, der jetzt total schädlich ist, sondern alles ist wirklich recycelbar. Das Papier kommt natürlich in die Altpapiertonne, das Plastik und die Tetrapacks bei uns in Österreich, wir entsorgen das in die gelbe Tonne und sonst ist einfach, das meiste ist dann auch so lose drinnen, wie die Gürkchen oder Limettchen. Solche Sachen sind dann natürlich auch lose drin. Und bei jedem Rezept ist dann immer auch eine Tüte mit den Lebensmitteln drin, die ihr nicht zwingend kühl lagern müsst. Ne? Also das, was da drinnen ist, muss nicht unbedingt gekühlt werden. Das kommt dann immer, also die Kühlware, die kommt immer in diesen Papiertütchen, sag ich mal. Weil es ist einfach aus Papier, das könnt ihr dann einfach so in die Altpapiertonne reinwerfen. Und da drinnen sind dann die Kühlsachen drin. Ich nehme immer diesen Beutel, so wie er ist, und stelle ihn dann sofort in den Kühlschrank. Und da drinnen habt ihr dann auch so diverse Beutelchen, wieder schon direkt etikettiert, damit ihr wisst, zu welchem Rezept gehört das. Und das ist HelloFresh Special. Ja, hier ist das. Expressrezept, da ist der Schmand drinnen und das Fleisch und dann ist hier noch Hummus. Alles klar. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal das zubereiten und die anderen Sachen alle wegräumen und ja. Ich. Das ist ein frisches. Chill your life. Wo sind deine Socken?
So, das Essen ist fertig. Ich habe es jetzt so unterteilt in ein paar Tellerchen und Schüsselchen, damit jeder sich selber machen kann. Für mich habe ich jetzt gerade gemacht. Schaut super lecker aus. Hier ein Tortilla. Du kannst Avocado, Gurke ist das, Patrick. Und Salat. Und das ist scharfe Soße. Und Hummus. Ja. Wir haben jetzt gegessen und ich räume jetzt gerade den Tisch ab. Und ich glaube, unser Adventkranz löst sich einfach auf, weil ständig da solche. Wie heißt denn das? Die Nadeln. Die Nadeln, die gehen ab und. Ich habe immer 3000 Würmer. Und wenn man den einmal berührt, dann fallen wieder 3000 ab. 2 Wochen muss er noch durchhalten. Nervig. Jetzt will ich ins Wasser rein. Ja, ihr, wie ihr seht, ich räume gerade, also ich mache gerade den Tisch sauber. Kinder spielen. So. Und ich werde jetzt ein bisschen was arbeiten. In einer Stunde circa müssen wir dann los. Also die Lara hat da tanzen und ich werde ein bisschen was arbeiten und mal gucken, wie weit ich das schaffe. Also dass ich... Ein Video wollte ich heute auch noch schneiden. Yes. Dankeschön, Patrick. Sehr lieb von dir. Mal schauen. Ich habe ein paar E-Mails reinbekommen, die werde ich wahrscheinlich jetzt beantworten. Oder mache ich das später oder morgen. Ich glaube, ich schneide jetzt mal ein bisschen an meinem Video. Ja, das würde ich jetzt machen. Also gut, mein Lieben. Kaffee habe ich mir gemacht. Es steht gerade auf meinem Kaffee. Deswegen. Mein Laptop. Oh. Momentan ist meine Küche halt mein provisorisches Büro, weil es uns immer einfach wie ein Katastrophengebiet immer wieder ausschaut. Deswegen habe ich da gar keinen Bock zu arbeiten. Und das Zimmer von Patrick ist ja noch durch den Patrick besetzt, weil das wird ja dann mein Büro. Michelle spielt gerade mit der Luisa und Lara spielt gerade auf der Switch was. Ja, ist ein richtiger Switch-Profi. So, meine Lieben, nicht wundern. Ich sitze im Auto. Ich habe ja die Lara jetzt zum Tanzen gebracht. Und ich habe meinen Laptop mitgenommen und habe mich jetzt kurz auf den Beifahrersitz gesetzt, weil ich mein Video nicht schneiden kann auf dem Fahrersitz wegen dem Lenkrad. Und ja. So, meine Lieben. Ich habe leider keinen Akku mehr. Ja, sehr gut, ne? Das heißt, mein Video ist einfach während dem Exportieren. Nein, mein Laptop ist während dem Exportieren ausgegangen. Aber macht nichts. Ich muss jetzt eh die Lara holen. Na gut, bis dann. Meine Lieben, ich bin schon ein bisschen länger zu Hause. Mein Video fertig geschnitten, noch online gestellt. Und ihr könnt vorbeischauen, wo ich sage, ah, ich bin so verwirrt, als hätte ich jetzt eine Insta-Story gemacht. Auf jeden Fall, ja. Video ist online. Warum erzähle ich euch das? Das ist eh schon wurscht. Wenn ihr das Video seht, ist dieses Video schon längst online gegangen. Auf jeden Fall, ja, wir sind schon länger zu Hause und ich bin gerade so richtig müde, weil draußen war mir so kalt und jetzt ist mir so warm. Ein bisschen ausziehen. Wäre eigentlich schlecht. Der Papa ist hier mit den Kindern am Boden, ich sag's euch. Wäsche erwartet natürlich auch auf uns. Und wer macht? Wer meldet sich freiwillig? Wow, kriegt der Papa hier eine Beauty-Behandlung? Wow! Kann man das angesehen? Michelle, das ist deine Pyjama-Hose, oder? Oh, oh. Luisa, das hat wehgetan. Könnt das rüber? Das gehört dir, Papa, oder? Was macht ihr mit dem Papa? Was machst du denn, Luisa? Halt mir die Flasche. Bleib mir im Kopf. Okay, Papa. Wir sehen, dicker Kopf, oder? Holzkopf. Schau, wie sie guckt. Luisa, was machst du denn mit Papa? Haare färben. Aber jetzt machen wir den Kopf ganz weit hoch. Mit so Haare waschen. Sie klopft mir den Kopf. Haare waschen, Papa. Komm zur Vernunft. Zu dem Papa die Haare waschen. Ach so, das ist über noch. Papa macht noch einen Topf für den Topfschnitt. Ja. Das ist wie bei Frauen, weil wir Friseur kriegen, weißt du, so ein Ding auf dem Kopf. Ja, so wie heißt das, ne? Motorradhelm, keine Ahnung. Wärmepumpe oder so. Michi, komm mal. Ja, Wärmepumpe. Flammenwerfer. Schau dir die Butze aus. Jetzt kriegst du ganz viel Obst. Alles gut. Jetzt kriegst du ganz viel Obst.
Michael, räumst du mit mir das Lego auf? Oh. Kannst du mir den Motorradhelm nochmal aufnehmen? Bitte, Michael, bitte. Lara, bring den Motorradhelm wieder her. Kannst du es wieder aufnehmen? Papa, du musst den Kopf so gedreht halten, wie die Luisa es will. Ja, kein Gummihals. Doch. Komm, Michael, räumst du mit mir auf? Die kleine, faule Ratte. Luisa, gib der Papa einen Kuss. Ein Kuss. Aber ich hab die Gurken in deinen Augen. Hey. Au! Wer war das? Wie gemein bist du denn? Wo sind die Gurken? Wow, imaginäre Gurken. Ja. Au! Geh weg! Sind die gebissen oder was? Ja, sie will die Gurken essen. Geh weg! Sophie ist eifersüchtig. Was ist los mit dir? Suchst du Stress? Ja, nicht die Gurken weg. Sie will einfach irgendwie in ihn beißen. Und jetzt mal Soße. Wir laden das nicht. So, meine Lieben, nach Stunden schaue ich schon mittlerweile aus wie ein Gespenst. Ich bin gerade richtig müde, vielleicht erkennt man das auch ein bisschen. Die Kinder räumen jetzt gerade noch Spielsachen auf und dann geht es eh schon ins Bett. Und ich bin jetzt nicht so müde, dass ich gleich einschlafen würde, aber ich möchte ein bisschen liegen und eine Serie gucken und so ein bisschen entspannen, so ein bisschen runterkommen. Und ja, aber zuerst mal abschminken. Zuerst mache ich immer mein Feuchtigkeitsspray drauf. Den mache ich auch bei den Mädels in die Haare rein. Bei mir vorm Schminken und so weiter. Das ist einfach so ein Allrounder. Der ist gleich, also von den Inhaltsstoffen gleich wie dieser MAC Prep and Prime. Kennen bestimmt einige von euch. Die Beauty-YouTuber oder Beauty-Leute nutzen den vor und nach dem Make-up drauf halt. Ja, so, ich kann nicht schon fast nicht mehr reden. Dann kommt mein geliebter Cleanser drauf. Normale, also das ist falsch. Das ist der von Patrick. Das ist meiner. Hier ist meiner. Hier ist meiner normale bis Mischhaut. Und den mache ich dann hier auf. Ich habe jetzt mein Lumi auch ein bisschen nass gemacht, wie ihr sehen könnt. Da sind übrigens so Silberfäden drauf. Der Silikonkopf ist dadurch antibakteriell. Das heißt, man kann ihn einfach nur mit Wasser ausspülen und er ist dadurch einfach antibakteriell. Den müsst ihr sich irgendwie großartig auskochen. Deswegen dürfen ihn auch Leute verwenden, die Akne-Probleme haben. Weil voll viele Hautärzte raten ja Menschen mit Akne von diesen Bürstchen ab, weil man reißt sich da die Haut auf und verletzt sich da. Passiert mit dem aber nicht. Deswegen ist es einfach bedenkenfrei nutzbar. Und da habe ich mir jetzt ein bisschen was drauf gemacht. Das schmiere ich mir immer so ins Gesicht, bevor ich den Lumi einschalte. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen schon. Also damit schmiere ich mir quasi mein Gesicht schon mal gleichmäßig ein. Und dann geht's los. Wenn ich zu fest drauf drücke, dann vibriert er. Und hört kurz auf, aber fangt dann wieder an. Ich sehe gerade, dass mein Akku leuchtet. Warum? Ja, auf jeden Fall zeige ich euch, wie ich damit mich abschminke. Augenbrauen, easy cheesy natürlich. Und auch das Make-up, also das CC-Cream geht super schnell runter. Und auch Mascara. Kann einfach so mich super einfach abschminken. Das Auge lasse ich dabei aber geschlossen, damit jetzt kein Produkt in mein Auge reinkommt. Danach wasche ich das Ganze mit einem Mikrofasertuch, also ich mache das Mikrofasertuch nass und zeige euch dann, wie ich den Rest quasi von der Haut runternehme. Ja, und ich habe keine Panda-Augen. Wie ihr seht, habe ich alles runter von meinem Gesicht. So, das hänge ich da jetzt auf. Und ich muss noch den Kopf waschen. Das schaut dann nämlich jetzt super lecker aus, ne? Und den brauche ich so ein bisschen unter dem fließenden Wasser. Ausgewaschen und fertig. Den Kopf muss man aber auch alle 4 bis 6 Monate austauschen. Das ist wie bei einer Zahnbürste, ne? Die tauscht man ja auch auf. Den Kopf, also wenn man jetzt eine elektrische hat, oder ihr wisst Bescheid, ne? Sonst haut man die Zahnbürste halt weg. Wenn man jetzt so eine normale Handzahnbürste hat, so ungefähr ist das hier. Und das ist jetzt sauber. Hm, seht ihr, sauber? Und das mache ich da wieder ran. Und ich stecke jetzt mein Lumi in die Halterung und bin fertig. Wobei, ich bin noch nicht ganz fertig. Wer mich kennt, weiß, dass da noch ein Schritt folgt. Und zwar, ich nehme mir so ein Lottepad
Und dann mein Toner, ganz wichtig. Der Toner verschließt nämlich jetzt wieder die Poren nach der Reinigung und bereitet meine Haut darauf vor, die Pflege gut aufzunehmen. Mein Akku ist ja leer gewesen. Ich habe ihn jetzt schnell ausgetauscht. Und jetzt fehlt nach dem Ton eigentlich nur mehr meine Nachtpflege. Und das ist die, was ich jetzt schon so viele Monate nutze. Ich glaube, April habe ich es vielleicht gekauft. Und schaut euch mal das an. Ich habe immer noch was davon. Also die Produkte sind zwar etwas preiswerter, also ein bisschen höher. Aber sie sind auch ergiebig. Also da kann man wirklich nichts sagen. Damit komme ich fix noch ein bisschen aus und habe ich dann ein halbes Jahr gehabt, also kann man mal machen, ne? Ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen über ein nettes Kommentar natürlich sehr gerne. Danke euch fürs Zuschauen und ich küsse euch und bis zum nächsten Mal.